Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu The Hunter 2015 mit den Klicki mit Brille. Hallo. Randy ist mein Name. Tim Randy. Na, das ist ja klar, du nimmst ja nur auf. Also. Schauen Sie es doch. Ich schau's ja nicht bei mir. Ja. Aber Klicki, schön, wie du an der Kurve drehst. Ja. Ja, Klickis Kanal kommt heute auch exklusiv eine Folge. Die erste Let's Play Folge. Nee, natürlich nicht. Sonst klappt das jetzt noch jemand. Ja, der Klicki hat gar keine gewerblichen Aufnahmeprogramme. Gewerbliche Aufnahmeprogramme. Ein Scheiß, Alter, das Wort alleine. Gewerblicher. Nee, gewerbliche Aufnahmeprogramme. Ja, wir sind weiter hier unterwegs, weil wir Hasen suchen. Richtig, und Klicki hat ja immer diverse weibliche Kontakte. Das musst du nicht verraten, das ist alles gewerblich. Am Arsch, Alter. Und die nette Dame meinte, das funktioniert, also die sind auch da. Ihr müsst das mal so und so machen. Ja. Schatzenhof. Wenn man so im Osten sagt. Wir müssen quasi diese draußen rum, also man findet manchmal Spuren, sehr selten. Man muss quasi mehr nach den Löchern Ausschau halten. Und in den Bauten sind die ja oftmals drin. Wenn wir quasi Löcher gefunden haben, dann legen wir uns auf die Lauer. Die soll es angeblich auch überall geben. Aber zufallsgeneriert. Ja. Jedes Mal mit Start der Karte, das zufallsgeneriert. Und wie ich es gehört habe, sogar auf einer Insel, die mitten, also das ist ja unten den Fluss. Und mitten auf so einer Insel, da, also quasi wo rechts der Fluss und links der Fluss lang geht, selbst da drauf. Waren schon welche. Vielleicht mal ein paar finden. Versuchen wir unser Glück. Wenn nicht, wie gesagt, ist der Hunter auch ein wunderschöner Wandersimulator. Ja, mit exzellenter Grafik, das kann man nur mal wieder sagen. Das ist richtig. Beim Wandern kriegt Herr Müller Lust. Muss man vorstellen, wenn in so einer Grafik die anderen Spiele wären, das wäre natürlich klasse. Also die jetzt auch so egomäßig wären. Da meine ich gar nicht unbedingt jetzt den Landwirtschaftssimulator damit, aber reden wir mal von Rust. Von Rust? Und das hier so als quasi Überlebensdings wäre. Okay. Schade, ich dachte, es wäre ein Karnickel, aber ne, das ist ein Reh, was gerade rumbackt. Hast du Geräusche oder was? Ja, aber ach, so, ja, so. Also Soundbug, sondersgleichen. Ah ja, das ist hier vorne gleich. Musst du machen. Ich habe nur die große Bombe. Pfeil und Bogen, also hier, ne, Armbrust und Pistol. Der Tarnung gucken, also hier ist voll getarnt, aber ich glaube fest. Und mal kurz in die Ferne, das müsste hier vorne gleich ein. Zumindest laut Quelle. Das da vorne ist auf jeden Fall schon mal die Mütze und einer hat sehr schöne Haare. Bisschen zu viel Fett auf der Haare geschmiert, würde ich sagen, aber ansonsten alles in Ordnung. Das fetche Löden! Du hast fetche Löden, ne? Überhaupt nicht wahr! Ne? Piep! Nun, so wie du jetzt gerufen hast, das 10.000 Mal hintereinander, das war der Soundbug bei mir. Es hat sich förmlich überschlagen. Ja, gut, wir könnten das ja um so groß. Na, welche große Wumme hast denn du? Moment, ich spreche. 36er, oder? 36er. Das Kaninchen? Das Kaninchen, ich geh kaputt. Bö. Ich markiere. Du markierst. Moment, ich finde gerade mein GPS nicht. Dort, da vorne. Ach, und hier gleich über dem Berg auch. Da sehe ich die weißen Ohren. Guck mal hier. Ach ja, die Ohren sehe ich, ja. Da ist eins und war da oben ist auch eins. Warte mal, wie weit ist das entfernt? Scheiße, jetzt kommt das Reh gleich angelatscht. Da muss ja hier, ja, das Reh ist da oben. Kommt das? Ja, das kommt links von uns. Siehst du's? Ah ja, das sehe ich's. Das ist sogar ein Kerl. Ja, hat ja irgendwie einen Kerl gerufen. Also, hab ich nicht gehört. Stimmt, den Karnickel sehe ich. Das siehst du, muss irgendwo ein Bau sein. Ja. Wie schreckhaft sind die? Das ist eine gute Frage. Na, die hauen den erstmal ab in den Bau. Die kommen aber auch wieder raus. Also, wir müssen das eigentlich noch vor dem Bau verkarikantieren, ne? Also, ein Stück entfernt, ne? Ist klar. Ja, ist logisch. Mal gucken, ob das Reh überhaupt so nah rankommt, dass ich das treffe. Das ist jetzt schon bei mir, ne?
Ja, ich sehe es ja vor mir. Guck mal, wie viel Meter. Moment. Von mir aus gesehen 25 jetzt. Hat mich aber mitgekriegt. Kannst nur versuchen. 20 Meter. Getroffen. Das ist ohne Zielvisier, Junge. Oh, das rennt weit. Schlecht getroffen. An dem Kurvebogen, das muss ich noch üben. Okay, ich sehe, wo das Karnickel hinflüchtet. Das waren mehrere. Die flüchten auf den Berg hoch. Ja, ganz hoch auf den Berg ist das gelaufen. Ganz oben auf den Berg ist das gelaufen. Da muss irgendwo ein Bau sein. Mhm. Mensch, das geht ja gut los hier, oder? Wunderbar, wenn das scheiß Rhenisch gewesen wäre. Ja, ne gut, wir hätten uns vorher auch umgucken können. Aber ich sag mal, die sind ja jetzt auch nur erschrocken, weil das Reh aufgeschrocken ist. Durch den Pfeilschuss nicht. Richtig. Das sind sogar Spuren. Das noch eins. 70 Meter. Ach, ist das süß. Gut. Meins. Meins. Meins, sagt er. Mal gucken, ja, wer schneller schießt. Europäisches Kaninchen ziehen, dort entlang. Warte, Spuren analysieren, weil ich denke mal, so selten wie die sind, lohnt sich das, die mitzunehmen. Schnauze. Das ist so schön. Und sogar zwei. Das ist schön, wie es da steht, hoppelnd. Ja, ja. Na, dann gehe ich mal dem Reh hinterher. Ich hab sie so schlecht getroffen. Wo er da Kurvebogen doppelt Durchzug hat. Traben, das ist mal verkehrt. Ah, hier unten ist keine Blutspur, weißt du das? Okay. Aber du hast ja gesagt, ich hab's getroffen, ist lange ja auch so. Hm. Ah, Regen, sehr gut. Hier muss auf jeden Fall irgendwo Höhlen sein, von denen. Eine Blutlache. Ja, das lernen wir. Dann hast du Lunge, Herz getroffen. Ne, Körper. Da wird es nur Körper geben, denke ich mal. Erhaltungszustand 32%? Ich bin groß, die Wunde. Die Pistole? Ja. Okay. Es ist bei Fasanen aber auch so. Na, die ist doch extra für die Hasen geeignet, oder nicht? Ja, ist dafür gedacht. Halt für einen schnellen Schuss hintereinander. So. Ach, ist das süß. Ja, jetzt ist nur noch die Frage. Der Baum muss hier irgendwo sein, so viele Spuren wie hier sind. Jetzt ruf, ich sag doch, jetzt ruf die Mutter an! Mutti, wir sind gerade auf Kaninchenjagd. Ich rufe nachher zurück, wenn ich morgen, ne? Tschüss. Gut. Entschuldigung. Ja, so ist es. Würdest du jetzt auch denken, Kaninchen ja? Hä? Junge, bei dem Sauwetter, schaut Schäme. Aha. Bist du mal draußen? Kenn ich gar nicht von dir. Oh, nee. Ist das hier so ein Bau? So groß, oder? Ah doch, ich hab so einen Bau gefunden. Achso. Ich markiere, wenn das einer ist. Sieht aber so. Ich bin gerade noch auf dem Weg zu dem Reh. Hier ist deshalb hier wieder ziehen, deshalb habe ich es gar nicht getroffen. Hier ist er noch ein Braunbär durchgestriffen. Ja, das macht ja nichts.
Ja, aber ist so nah an der Lobby? Hm. Ist ja schon eher ungewöhnlich. Schön, wie der Scheiße so unbedingt regnen muss. Ja, es ist nichts. Ich, nee, ich hab keine Spur. Also ich hab's wahrscheinlich wirklich nicht getroffen. Frag mich, wo ich hingeschossen hab. Ja, kannst du dir ja dann im Video angucken. Ja, das sehe ich aber auch nicht richtig. Doch, kannst du ja Slow-Mo machen. Na ja, gut. Willst du unten weiter bleiben oder willst du dann den Berg hochgehen? Naja, wie gesagt, ich hab dir ja die Stelle markiert, wo das eine Loch erstmal von denen ist. Hm, ich komm mal. Hier muss eine ganze Herde gewesen sein. Herr Knien, bitte. Ich bin kniend. Oh, gut. Dann hast du sehr durchtrainierte Knie mit der Geschwindigkeit. Ja, es ist halt, ich fahre auf 4 Rad. Also. Deswegen. Schnauze mich auf Hörloch. Kniend. Mit dem Zuhenmund. Headcatchen. Eine schöne Aussicht, jetzt wo die Sonne wieder rauskommt. Oh. Ah, ich habe so einen Artikel entdeckt, ja. Okay. Also sind die Dinger bei denen irgendwo hier so auf Deutsch? Jetzt ist nur die Frage. Also ich habe hier eins. Ah ja, guck hier hinter dem Stein, von wo du mich jetzt siehst, hinter dem Stein da vor dir aus. Da ist noch so ein Teil. Okay. Und da müsst ihr uns eigentlich jetzt irgendwo etwas davon ab entfernen. Und. Na ja, der aber Pratze hat er doch gesagt, dass die Höhlen mit überall in der Karte verbunden sind. Also sprich, die können jetzt da rein und irgendwo am anderen Arsch der Karte wieder raus, oder? Ne, das sind irgendwie immer 6 Stück. Achso, okay. Ich glaube, 6 solche Dinger ist immer ein Bau oder so. Gehen ja nicht durch die ganze Karte, also weit buddeln doch Kaninchen. Ja, was weiß ich, wie weit Kaninchen buddeln? Ich konnte mich noch nie in so ein Kaninchen hineinversetzen, tut mir leid. Ne? Hey. Ne. Das ist normal als die Grundschule. Achso. Guck an, du, ne, da haben wir früher nicht gebuddelt, tut mir leid. Na, hier erstmal Aussicht halten, nicht, dass die hier irgendwo in der Nähe rum. Ja, ich guck schon die ganze Zeit, ja. Es sind so etliche Spuren davon abgesehen. Muss ich mal über die ganze Wiese hier ziehen. Hast du auch flüchtende Spuren? Ja, 2 Flüchtende habe ich bis jetzt gefunden. Die gingen aber alle wieder zu dir halt hoch. Mhm. Ansonsten... Ja, da sind die in den Bau wieder reingerannt. Hm.
Ja, das ist auch flüchten, genau, das wird er zu dir hin. Ach, kann dir mal die Gosch halten. Das ist das Dreh wieder. Die Spuren hier, glaube ich. Ich höre was. Ja, das Reh ist über, irgendwo über mir. Nee, das ist eine Hase. Aha, bei dir? Ja. Ich höre ständig was, geben so. Naja, das sind die Hasen, das hoppeln halt. Wo ist wo sein? Ich glaube, da nicht mehr direkt, wie das aussieht. Mensch. Oh, meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part hier. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Abklicke das kleine, dieses Kaninchen am Leben lässt oder das. Oder es ihnen qualvoll die Kehle durchschneidet, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Bis dann, haut rein, ciao. Tschüss.